Ich werde immer so auf die Nippel getroffen. Hey, Kinders! Hier mal ein Cock-Update, nicht wahr? Clash of Clans, Cock, verstehst du? Ich konnte bei CSGO endlich so eine Folge aufnehmen, deswegen bin ich jetzt auch ultra entspannt und gut gelaunt und kann hier in die Cock reingehen und einfach mal die Base auch gucken. Guck mal, ich habe die Base da unten versteckt, damit sie nicht so schnell entdeckt wird. Ich habe auch die Clanburg gebaut. Ich eröffne dann bald einen Clan. Ich brauche nur noch 40.000 Dollar. Ich bin aber gerade dabei, alles dafür vorzubereiten, dass das hinhaut. Oh, guck mal, die Troller, was willst du denn auf einmal? Yeah! Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Und ich bin schon Level 4 auf einmal und so, guck mal, ey. Guck mal, ich habe die großen Menschen da freigeschaltet, die großen Menes. Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich die Basis nochmal aufpimmeln oder soll ich erst noch auf die Clanburg warten? Ist ja wenig von dem Scheiß hier. Komm, ich besser einfach mal ein Lager auf und dann nochmal so ein Teil hier. Ich mache jetzt gerade mal noch einen schönen fetten Angriff, verstehst? Bum, bum. Guck mal, da fehlen mir noch 1000 Gold, was? Haben die einfach mein scheiß Gold behalten? Dann holen wir uns erstmal das hier, weil das ist echt hart. Das ist haarig. Das ist eine richtig haarige Orgelegenheit. Okay, das ist das hier. Gut. Mann, wie machen wir es denn jetzt? Ich schicke hier ein paar Weiber hin, die das da oben aufschießen. Und dann gehen meine Trolle durch hier. Oder Zwerge oder... So, pass mal auf, pass mal auf. Ja, die erste Kanone wird schon gebumst. Und jetzt kommen sie hinterher. Guck mal, die Frauen machen schön die Basis platt, ja? Und die großen, die Männer, die machen der schwere Geschütz machen sie kaputt, wisch? Die essen die richtig auf. Guck mal, das ist der Rudi da und der Guschtel. Ah! Aber es sieht schlecht aus, sieht sehr schlecht aus gerade. Das schaffen sie nicht. Vielleicht können die Weiber noch ein bisschen Damage machen. Na, die wird schon angefragt und da lagt eine Mine, shit. Ja, mach das Haus in der Mitte da und das wäre eine geile Geschichte. Die will mich fucking awesome, wie sind das? Aber die Sterbegeräusche. Ah! Ah! Sie wird immer so auf die Nippel getroffen. Ah, don't hit me too hard. Oh. Aber das sind halt auch Amazonen da. Guck mal, die da ist. Oh, jetzt ist sie tot. Wie sie immer schreien. Ha, ha. Ja, jetzt sind sie natürlich tot. Egal, ich sammle noch das restliche Geld ein. Komm schon, Geld, 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 Geld. Moneten. Tsching, tsching. Da fließt der Cashflow. Da fließt da, verstehst du? Ja, viel Spaß beim Sterben, die Damen. Naja, aber immerhin habe ich halt auch mal gewonnen, nicht? Was habe ich eigentlich noch hier für Sachen? Verbessere einen Goldlager auf Stufe 10. Ja, es dauert natürlich Jahrhunderte. Gewinne 50 Sterne, das mache ich jetzt bald. Verbessere das Rathaus auf 5, das ist natürlich auch schon mit am Start. Entferne 50 Hindernisse. Verbessere die Clanburg auf Level 2. Aber was kostet denn das? 100.000! Erstmal nicht. Ich habe nur noch 22 Stunden Schild, aber wisst ihr, was ich machen will? Ich will noch einen Angriff auf einen Menschen machen. Aber nicht mit 25 Trullers, sondern mit 15 Trullers. 10 normalen Leuten noch, komm. Guck mal, mein Weihnachtsbaum! Boah! Was macht denn die da? Wie sie den Stein abklopft? Wo habe ich meinen Scheiß versteckt? Also einen Mensch greift man dann gleich nochmal an, ein Menschlein. Und dann sollte es auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Pläne hier bei Cock. Hier, ne? In der Burg werde ich euch dann, ich mache einen Clan auf, da könnt ihr dann reinkommen, wenn ihr wollt. Dann sind wir die Krasse. Und soweit habe ich nicht mehr in Planung. Natürlich hier die Weltherrschaft an mich reißen, also im gesamten Cock-Universum. Gott, das hört sich so gay an. So fucking gay. Die verstecken hier doch, die machen doch irgendwas. Die kommen ja da hingeschissen. Sie steht einfach da. Und geht wieder fort. Ich sehe, was du machst, du kleine Slut. Nix. Die hat einfach nur die Zunge im Maul. Das sind mir ja die Liebsten, die nichts machen, ne? Die Musik ist schon schön, ne? Da machst du nix, da bist du direkt in Winterstimmung. Okay, ultra krass vorgespult, der Angriff beginnt. Achtung. Bam. Du kannst jederzeit einen Kampf finden, aber deine Schilddauer nimmt ab. Ja, 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 Pillepalle. Schild. Was ist denn das? Das ist ja nix. Ich sehe hier Level Xena, Level minus 30 oder was? Na, los geht's, Mensch, ey. Warum hat Nixena kein Schild? Ist er schwächer als ich? Tausendmal schwächer als ich. Drauf, voll übertrieben mit meinen Truppen. Krass, hätte ich auch einfach nur so einen kleinen Furzen schicken können. Ja, das war ja mal eine schöne Angelegenheit, nicht wahr? Ja, soweit so gut zum Update. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Bald ist der Clan offen. Ich mache dazu nochmal ein Video. Und soweit kann ich ja nur eins sagen, ja? Daumen hoch geben, sonst schießt diese Kanone auf diese Frauen. Und dann sind sie tot. Hallo, bis dann, ciao, ciao.